Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Tourismusindustrie auf über 8000 Meter. Nepali culture and Sherpa people, one Sherpa people looking father, mother, wife, children, you have the more responsibility. Ein Geschäft nicht ohne Risiken. What happened was it went right through the middle and wiped out about 16 Sherpas. They all died. Aufs Dach der Welt für jedermann. Aber zu welchem Preis? Okay, I'm ready for Everest. Und nein, wir sind nicht auf dem Everest geklettert, sondern mein Bruder Patrick und ich stehen hier am Basislager auf über 5300 Metern. Einige Wochen bevor hier der Großteil der Kletterer ankommt. Und die bezahlen normalerweise viel Geld, um aufs Dach der Welt zu kommen. Im Schnitt zwischen 30.000 und 50.000 Euro. In diesem Film nehmen wir euch mit auf unseren Trip hierher und zeigen euch die Hintergründe der Everest-Tourismusindustrie. Aber um erstmal zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, nämlich die extremen Risiken für die einheimischen Bergsteiger am Everest, wollen wir euch Siddhi vorstellen. Er ist einer dieser nepalesischen Bergführer, die hier ihr Leben riskieren. Träger und Bergführer wie er werden am Everest oft verallgemeinert als Sherpas bezeichnet. Benannt nach der hier beheimateten ethnischen Gruppe, aus der sich ein Großteil der Arbeiter am Everest rekrutiert. So, what are all of you guys doing here right now in the Everest Base Camp, although all the climbers haven't arrived yet? Set up chain and checking rock and then oxygen. Some going camp 2, some camp 1, they're fixed time. Camp 1 und 2 sind Zwischenstationen auf dem Weg zum Gipfel. Und je öfter man da hoch muss, desto gefährlicher wird's. Ungefähr 4.000 Euro machen Bergführer hier im Durchschnitt pro Saison. Das circa fünffache Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Nepalesen. Dafür aber eine Menge Risiko, denn wie wir selbst sehen, kommt es hier immer wieder zu Lawinen. Running, Camp 2, Camp 1. This happens all the time, yeah? Yeah, every time, every night, they're coming, so, you know, at once. It must be very scary when you're up there, maybe in Camp 1 and Camp 2, yeah? Yeah, Camp 1, Camp 2, going down, everybody have a prayer like that, oh! And Khumbu Icefall is a real danger. So that's the most dangerous part, Khumbu Icefall? Yeah. Der Khumbu-Eisbruch liegt direkt am Einstieg der Everest-Kletterroute auf der nepalesischen Seite des Bergs. Ein komplett unberechenbares Feld aus Eistürmen, das sich konstant den Berg hinab bewegt, durchzogen von tiefen Gletscherspalten wie dieser. 2014 sind hier bei einer Lawine 16 Menschen ums Leben gekommen. Darunter kein einziger Ausländer, nur Sherpas. 2015 dann das schwere Erdbeben, das in ganz Nepal etwa 9000 Opfer gefordert und auch am Everest 19 Menschenleben gekostet hat. What do you think when you will be working as a personal Sherpa? Will you, how many times will you have to climb through Khumbu Icefall? Many times, you know, everything's carry up and down, you know, the oxy and with the food, member in tent, member, you know, personal, some carry up. Many times, you know, one server, 10, 8, 10 times, camp 1, camp 2, best camp, camp 2, best camp. Und das ist der Mount Everest. 8848 Meter hoch. Damit der höchste Berg der Welt. Unter den Einheimischen gilt er auch als Gottheit und wird auch Chumolongma oder Sagarmatha genannt. Aber jetzt nochmal von Anfang an. Nepal. Der kleine Staat im Himalaya ist mittlerweile zu einem beliebten Ziel für Touristen geworden. Wer hier Urlaub macht, kommt im Regelfall nicht, um Party zu machen und sich zu besaufen, sondern interessiert sich eher für die Kultur oder geht wandern. Nepal ist aber auch eins der ärmsten Länder der Welt. Der Tourismus ist also ein wichtiger Wirtschaftszweig und gibt dir vielen Locals eine Chance, bezahlte Arbeit zu finden und ein geregeltes Einkommen zu verdienen. Neben den Normalo-Touristen, die nach Nepal kommen, die sich die Kultur anschauen möchten oder die hier zum Wandern sind, hast du natürlich auch jedes Jahr hunderte Leute, die auf Mount Everest möchten. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Berg extrem kommerzialisiert ist, dass es ein großes Geschäft ist. Wenn man sich also mal im Internet umschaut, findet man auch viele Anbieter, die Expeditionen verkaufen. Und einige davon, die wenden sich nicht gerade an erfahrene Kletterer. Hier gibt es ein Beispiel,
da ist die Rede von einem Angebot für 130.000 US-Dollar. Ich übersetze das mal kurz. Da wird gesagt, wenn du erfahren möchtest, wie es sich anfühlt, auf dem höchsten Punkt der Erde zu stehen und du einen starken finanziellen Background hast, um für dein hohes Alter, deine physische Unfitness oder deine Angst vor Risiken, um das zu kompensieren, dann ist das VVIP Mount Everest Expeditionspaket das Richtige. Klar, nicht jedes Expeditionshaus arbeitet so. Trotzdem stellt sich aber die Frage, mit welchen Auswirkungen man rechnen muss, wenn man den Mount Everest zur Touristenattraktion verklärt. Wir wollen uns selbst ein Bild von der Lage am höchsten Berg der Welt und vor allem der Situation der Sherpas machen. Und dafür machen wir uns auf den Weg zum Everest Base Camp. Noch schnell ein paar warme Sachen gemietet, dann kann's losgehen. Okay, I'm ready for Everest. Well, let me see the mirror. Unser Trek beginnt in Lukla, einem kleinen Dorf, das nur per Flugzeug zu erreichen ist und dessen Landebahn als eine der gefährlichsten der Welt gilt. Where's the base camp? This camp is... So we have to walk from here all this way. Fängt zumindest jetzt schon mal nicht ganz so gut an, weil Dennis ist krank. Diese Lebensmittelvergiftung oder so. Dazu kommt dann noch, dass wir relativ viel Gepäck dabei haben, weil wir nicht wie der normale Touri hier einfach nur rumtracken, sondern auch noch unseren ganzen Kamerakram mitnehmen müssen und einen Laptop und so, um die Daten zu sichern zwischendurch. Na, wie geht's dir? Scheiße, Alter. Mega scheiße. Dem Schiss bis zum Abwinken, ey. Kotzübel ist mir. Ja, zum Glück eine ausgeprägte Reiseapotheke. Und nachdem ich mir Antibiotika schmeiße, geht's mir kurze Zeit später auch schon besser. Nach anderthalb Tagesetappen erreichen wir das Dorf Namche. Einer der Hauptzwischenstopps für Wanderer und Kletterer auf dem Weg zum Everest. Hier treffen wir den 24-jährigen Australier Will Sayer, der dieses Jahr erneut versucht, den Mount Everest zu bezwingen. Will hat schon einige Berge bestiegen, darunter auch den 8000er Manaslu. 2014 war er im Everest, als die verheerende Lawine abging. I was at base camp for like a week or so, and then I woke up one morning and there was like this. There were helicopters flying overhead. There were like Sherpas on the radios. Like it was a bit chaotic. And then, basically, I heard the news pretty soon that there was an avalanche. What happened was it went right through the middle, and it wiped out about 16 Sherpas. They all died. After about 4 days, that's when all the Sherpas kind of banded together and decided that it was a bad omen on the mountain and that they just wanted to cancel all the expedition. And it's tough because you're there to try and summit, that's the goal. But at the same time, when something like that happens, that's something that like, that's completely out of your control, that's when you have to sort of like reassess and think like, look, the Sherpas don't want to climb. They make it possible for climbers like us. And you have to put your dreams sort of on the back foot and respect what they want. We're paying them to sort of take, you know, tents and supplies for higher camps. And that's something that a lot of us don't take the risk. And I fall in that boat myself, where the Sherpas that I'm going with, they'll be taking more stuff than me. And it is a little bit of a moral dilemma knowing that they're going through these risks. Wir fragen Will, ob damals, neben den erfahrenen Profi-Bergsteigern, auch viele sehr unerfahrene Leute am Everest gesehen hat. I wouldn't say very inexperienced. A lot of them like have some mountaineering experience, but they do get a lot of support on the mountain. Like I've seen groups of people being taught how to wear crampons on the actual icefall leading up into Mount Everest. A lot of Westerners think that like they have climbed the mountain, which they have done. But at the same time, they've received a lot of support along the way. It's not easy by no mean feats. Like anyone to get to the top of Mount Everest is a bloody hard thing to do. But it's important to show that there are people working harder than you are.
Will ist sich der Probleme innerhalb der Kletterindustrie bewusst und hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, im Laufe seiner Expedition etwa 5.500 Euro für die Australian Himalayan Foundation zu sammeln. Eine Hilfsorganisation, die sich unter anderem für Bildung und Entwicklung in den entlegenen Regionen des Himalayas einsetzt. Wir ziehen weiter. Die Luft wird hier mit jedem Tag spürbar dünner. Und irgendwie ist das alles mal wieder anstrengender als gedacht. Auf dem Weg zum Mount Everest kommen wir durch einige Dörfer, wo Sherpas leben. Und wir wollen mal ein paar Leute interviewen, die mit der Kletterindustrie zu tun haben. Und hoffen wir, dass wir jetzt im nächsten Dorf erfolgreich sind. In Dingboche auf 4410 Meter lebt zwar kaum jemand dauerhaft, doch während der Wander- und Klettersaison sind die Gasthäuser gut besucht. Hier treffen wir Navraj. Früher hat er als Koch in den Camps am Mount Everest gearbeitet. Jetzt beschränkt er sich auf das Trekking-Geschäft. Can you tell me why you stopped expeditions and why you are now basically just working in trekking? Normally I like expedition, but you know, more friend in the avalanche, earthquake time, more friend I missing. After that I meet their family and their child, they are very sad. And I think, oh, expedition no good. And the more people don't like, but they have the, yeah, like problem in the economic problem, and they're doing the climbing. You know, Nepali culture and Sherpa people, one Sherpa people looking, father, mother, wife, children, he have the more responsibility. If in the he's something happened, means maybe 8, 9, 10 people, very difficult. Navraj erzählt uns auch von einem seiner guten Freunde, der bei der Lawine 2014 am Everest gestorben ist. Seine Witwe soll etwa eine Stunde Fußmarsch bergab von ihm. Also geht's wieder zurück. Nach dem Tod ihres Mannes hat Pasang Lamu dieses kleine Gasthaus eröffnet. उहाँले चाहिँ अहिले हाम्रो घरमा अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर छ अनि एक दुई वर्ष ऊ कलामा पनि गर्छ भन्नुभएको थियो हजुर. Doch ihr Mann, Tendoji Sherpa, blieb länger im Klettergeschäft, hat allein den Gipfel des Mount Everest mehr als ein halbes Dutzend Mal bestiegen. 2014 dann das Lawinenunglück, in dem er und 15 weitere Sherpas ums Leben kamen. Tendoji hinterlässt seine Frau und seinen kleinen Sohn. Zum Zeitpunkt des Unglücks lag die gesetzlich vorgeschriebene Lebensversicherung, die Expeditionsanbieter für ihre Angestellten abschließen müssen, bei umgerechnet 8.000 Euro. Nach 2014 wurde die gesetzliche Mindestsumme dann zwar auf etwa 12.000 Euro erhöht, aber selbst das sei nicht genug, sagen viele Beobachter und Betroffene. Can you tell us about the main problems that she's facing right now, that her family is facing right now? Zum Ende unseres Gesprächs möchten wir von Pasang Lamu wissen, was sie davon halten würde, wenn ihr Sohn eines Tages, wie sein Vater, Bergsteiger werden möchte. Nachvollziehbare Ängste, die uns nochmal klar machen, wie oft der Tod eines Familienoberhaupts in Nepal die Hinterbliebenen in die Armut treibt. Doch für uns geht's jetzt erstmal weiter. Warum muss das alles immer so anstrengend sein? Warum können wir uns nicht einfach mal irgendwas Leichtes aussuchen? Keine Ahnung. Ja. So, neunter Tag auf dem Track zum Everest Base Camp.
Wir sind jetzt so auf circa 5180 Metern. Das heißt, wir sind noch so 200 Höhenmeter knapp vom Basecamp entfernt. Wir sind jetzt unterwegs, ein paar Kontakte bekommen zu einigen, die dort arbeiten sollen, auch den Namen bekommen. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir morgen irgendwie es hinkriegen, mit diesen Personen zu sprechen. Wäre mir aber ganz lieb, wenn wir es relativ zügig fertig kriegen. Angenehm ist das hier oben in dieser Kälte und in der dünnen Luft nicht. Am nächsten Morgen dann das letzte Stück. Wir sind am Basecamp, Mann. Stimmt. Helis, Yaks und die ersten Zelte stehen auch schon. Über gemeinsame Freunde treffen wir hier Sidi, den Bergführer, den ihr vom Anfang des Films kennt, und der uns zeigt, wie durchgestylt die Expeditionen eigentlich sind. Das ist ein two-day gun, not finished. Yeah. And I think it's coming prepared more. You know, some things are not coming here, are waiting. It's coming by Yak. Yak. Yak is an importer. Remember dining, maybe more, you know, decoration. Looks very luxurious, yeah. Very nice. Yeah. I heard that some teams also sometimes have like a TV and something like Yeah, this. Yeah, lots of TV. Oh, you will put the TV yeah, there, yeah? Yeah, put there the TV and, you know, projector. Nice. For how many days will you stay on Mount Everest in total? How long is your mission, basically, your expedition? Total, it's 75 or 70, yeah. 2 months and 15 days. Während der 2,5-monatigen Expedition ist das Risiko für die Sherpas zwar hoch, viele von ihnen verdienen in dieser Zeit jedoch ihr Gehalt fürs ganze Jahr. Sidi sagt, dass es ihm aber nicht einfach nur ums Geld geht. Er klettere gerne, habe auch schon viele andere Berge bestiegen. Generell sieht er die gesamte Everest-Kletterindustrie eher positiv. So, I think that Mount Everest has become more and more commercialized. You know, there's more expeditions, very big expeditions, many members coming here. What do you think about this? Is it getting better for the whole climbing industry, or is it getting worse? Getting better. It's coming in Nepal. It's, you know, everybody love you know, Mount Everest. Very good. You know. So it's easier to make money because there's more clients coming in. Macht Sinn, dass er so denkt. Schließlich ist das Klettergeschäft auch seine Existenzgrundlage. Doch Sidi erzählt uns auch von den Risiken, wenn jeder, ganz egal wie fit oder erfahren er ist, an einer Everest-Expedition teilnehmen darf. So, does it also make it more dangerous for you guys as Sherpas, when you're like the personal Sherpa of a guy who doesn't have any experience? Yeah, yeah. They danger, you know, not working good, you know. Not ascending, descending, very problem, you know. All the way to, you know, Chijar. That is a very danger. But some have understanding, you know, many times they're coming, peaks, some trekking. That is understanding, you know. Very good experience. Auf unserem Trip zum Basecamp haben wir gelernt, dass die Everest-Kletterindustrie zwar Arbeitsmöglichkeiten und dadurch auch Entwicklung in die Region bringt, auf der anderen Seite konnten wir aber auch sehen, wie gefährlich das Geschäft gerade für die Sherpas ist und wie schlecht deren Familien abgesichert sind, falls mal was schief geht. Wir können selber nachvollziehen, dass man sich nach Herausforderungen wie der des Mount Everest stellen möchte. Aber ließe sich diese Tourismusindustrie nicht auch so reglementieren, dass es sicherer und nachhaltiger für alle Beteiligten am Berg werden kann? Was haltet ihr von der Everest-Tourismusindustrie? Läuft da alles glatt? Kann man es verbessern? Lasst uns das gerne diskutieren in den Kommentaren. Ansonsten, wenn ihr euch noch für ein paar mehr Informationen zum Thema interessiert, haben wir ein Zusatzinterview für euch. Und zwar mit Norbu Tenzing. Das ist der Sohn des Erstbesteigers des Mount Everest, Tenzing Norgay. Norbu ist Aktivist, hat auch eine entsprechend starke Meinung zum Thema. Schaut euch das gerne mal an. Und wenn ihr euch für mehr Stories interessiert, bei denen es um soziale Themen geht, Menschenrechte, dann könnt ihr auch noch mal auf dem Hauptkanal vorbeischauen. Da gibt es jetzt eine Playlist dazu, da findet ihr noch einige andere Videos.